Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Just in diesen Wochen wird der neue Kernlehrplan Mathematik für die Sekundarstufe 2 in dem Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem auch ich wohne und arbeite, verabschiedet. Die Entwürfe zirkulieren und zu diesen Schriftsätzen werde ich mich etwas später in diesem Beitrag detaillierter äußern. In diesem Zusammenhang dachte ich mir, ein Vergleich mit anderen Ländern wäre hilfreich, um das in den entsprechenden sachlichen Kontext auch setzen zu können. Und als Vergleichsland habe ich mir Indien ausgesucht. Indien, eine aufstrebende Nation mit 1,5 Milliarden Einwohnern. Zu dem Schulsystem dort. Klassenstärken auf dem Land von 100 Schülern bei einer Lehrkraft sind da keine Seltenheit. In der Highschool haben sie da auch durchgehend, zumindest auf dem Land, Klassenstärken von über 70. Die Highschool dauert 12 Schuljahre an. In den letzten beiden Schuljahren dort spezialisieren sie sich auf einen der drei folgenden Bereiche: Science, Arts oder Commerce. Uns interessiert hier Science, Naturwissenschaften. Das nimmt sich dann in Indien wie folgt aus: 6 Stunden Mathematik, 6 Stunden Physik, 6 Stunden Chemie. Hinzu kommt ein 6-stündiges Wahlfach, was entweder Biologie oder Informatik ist. Sind Sie bei 24 Wochenstunden bis dahin? Dann kommen 6 Stunden Praktikum, 2 Physik, 2 Chemie und 2 im Wahlfach bei 30. Hinzu kommt Unterricht in der Landessprache und in Englisch, insgesamt abgerundet 40 Unterrichtsstunden die Woche. Das reicht nicht aus. Am Abend gehen viele von denen in sogenannte Coaching Centers, die sie auf ein bestimmtes Examen in Indien vorbereiten. Der Goldstandard für Der Eingangsprüfung ist dort das JEE, das Joint Entrance Exams der IITs, der Indian Institutes of Technologies, und die Punktzahl dort entscheidet dann mehr oder weniger über ihr späteres akademisches Fortkommen. Nun zu diesen Tests. Wie gesagt, 1,5 Millionen Inder schreiben diesen Test jährlich. Also es variiert, kann auch mal ein bisschen weniger sein oder auch mehr sein. Im letzten Jahr waren es auf jeden Fall 1,5 Millionen. Dieser Test hat zwei Teile, ein Main Exam und Advanced Exam. Zu dem Advanced Exam werden Sie nur zugelassen, wenn Sie das Main Exam bestanden haben. Das ist etwa ein Drittel. Im Jahr 2022, und um das wollen wir uns kümmern und diesen Test angucken, waren das dann 400.000 Prüflinge, die zu diesem Test angetreten sind. Dieses Advanced Exam findet an einem Tag statt. Und zwar 2 mal 3 Stunden von 9 bis 12 und von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr. Ein jeweils 3-stündiger Test. Und dieser 3-stündige Test hat jeweils drei Teile: Mathematik, Physik, Chemie. In jedem Teil können Sie 60 Punkte erreichen, insgesamt also 360 Punkte. Die beiden Teile sind etwa gleich. Ja? Es ist sozusagen die Stressbelastung, die Sie auch hier aushalten müssen. Jeder Teil, Mathematik, Physik, Chemie, besteht aus 18 Fragen. Und jetzt habe ich genug geredet. Ich gebe den Bildschirm frei und wir gucken uns so einen Test konkret an. So, hier ist der 2022 Vormittagstest. Er beginnt mit Mathematik. Q1, Sie haben hier inverse trigonometrische Funktion, Arcos Cosinus, Arcos Sinus, Arcos Tangens, und Sie sollen hier einen bestimmten Wert bestimmen. Ohne sichere Kenntnis der Umkehrfunktion, der trigonometrischen Funktion und ihrer Additionstheoreme sind Sie hier hoffnungslos aufgeschmissen. Q2, Sie haben hier ein Limes zu bestimmen. Bei G haben Sie die Situation, dass Sie hier unendlich durch unendlich vorfinden. Das heißt, Sie müssen Orbital anwenden, aber nicht nur einmal, sondern zweimal. Und Sie müssen schnell und sicher rechnen, um diesen Limes zu bestimmen. Q3 ist etwas mit bedingten Wahrscheinlichkeiten nicht schwierig, aber Sie müssen auch genau wissen, was Sie tun. Q4 hat mir gefallen. Es geht hier um komplexe Zahlen. Sie haben eine komplexe Zahl, die nicht reell ist, dann einen Quotienten von quadratischen Ausdrücken und zu bestimmen, wann dieser Quotient reell ist. Und dann ist Z-Absolutbetrag zum Quadrat was? Eine sehr schöne Aufgabe. Sie müssen mit komplexen Zahlen sicher und schnell umgehen können, damit Sie das hier elegant lösen können. Wir halten an dieser Stelle fest: trigonometrische Funktion, ihre Umkehrfunktion und ihre Additionstheoreme sowie komplexe Zahlen sind Conditio sine qua non, damit sie überhaupt in diesem Test Land sehen. Nochmal zu Q1 zurück. Wenn Sie glauben, Sie dürfen hier einen Taschenrechner verwenden, dann sind Sie aber schief gewickelt. Ja, dieser Test ist ein Papier- und Stiftexamen. Keine Hilfsmittel sind hier zugelassen. Q5 wieder mit komplexen Zahlen.
Ich werde diesen Test oder die Webseite hinterher verlinken, dann können Sie sich das in Ruhe angucken. Dann gibt es Fragen mit 4 verschiedenen Antworten und 4 Punkte bekommen Sie nur, wenn Sie ganz richtig liegen. Und es kann hier 1, 2, 3 oder 4 Antworten können hier richtig sein. Und wenn Sie völlig daneben liegen, dann haben Sie hier auch noch negative Punkte. Q9 hat mir also sehr schön gefallen. Ist ein parameterabhängiges Integral. Der Parameterbereich ist unzusammenhängend. Und Sie müssen herausfinden, ob es den Parameter gibt, damit der Wert dieses Integrals 1 ist. Ja, das ist eine interessante Substitution, die auch damals ich noch in der Schule gelernt habe. Das ist U ist a minus log x hoch 3 halbe. Damit können Sie weiterrechnen und kommen Sie auf eine quadratische Gleichung. Die müssen Sie schnell faktorisieren und dann die Wurzeln erkennen. Und damit können Sie dann diese Aufgabe beantworten. Ich sage Ihnen die Lösung nicht. Es geht weiter. Gleichungssysteme, analytische Geometrie, Ebenen schneiden, etc. pp. Das müssen Sie natürlich alles wissen. Mein Liebling war Q14. Derjenige, der diese Aufgabe entworfen hat, dem würde ich wirklich einen Preis geben. Wie gesagt, 18 Aufgaben, 60 Minuten. Das ist ein bisschen schwierigere. Also sprechen wir jetzt hier 5 Minuten. M betragt die Determinante einer quadratischen Matrix, gene Funktion, die gegeben ist durch eine Funktion f in dem ersten Display. F ist eine Summe von 2 Determinanten. P, das quadratische Polynom, dessen Wurzel Max und Minimum der Funktion g ist. Ja, und P von 2 ist 2 minus Wurzel 2. Was ist dann richtig oder falsch? Ja, also, was ist richtig? A, B, C oder D? Ja, da müssen Sie sehr viel Information sehr schnell verarbeiten. Gucken wir es mal an. Ja, Determinanten wollen wir in dieser Zeit natürlich nicht ausrechnen. Da müssen wir also hier sehr geschickt rechnen und schon also gute Fähigkeiten haben. Bei der ersten Determinante, das Erste, was wir sehen, ist, dass die letzte Spalte aufaddiert zur ersten 2, 0, 0 ergibt. Ja, das 2 geht raus mit ein halbes schön und zurück. Also das ist dann eine Blockdiagonalform, bleibt die Determinante von 1 sinus Theta minus sinus Theta 1. Das heißt, der erste Term dieser Summe ist 1 plus sinus Quadrat Theta. Bei der zweiten Determinante, da wollen wir uns jetzt nicht abschrecken lassen durch irgendwelche Logs. Die Diagonaleinträge sind alle 0. Sinus Pi ist 0, Cosinus Pi halb ist 0, Tangens von Pi ist 0. Dann gucken wir uns die Einträge 1, 2 und 2, 1 ein. Da haben wir 1, 2 und 2, 1 diese Matrix an. Da haben wir eine Phasenverschiebung um Pi halbe. Genauso bei den Einträgen 1, 3 und 3, 1. Das heißt, Eintrag 1, 2 und 2, 1 sind gleich. Und Eintrag 1, 3 ist das Negative von 3, 1. Diese Information zusammen sagt Ihnen, dass die zweite Determinante 0 ist. Das heißt, die Funktion g von Theta ist Sinus Theta plus Cosinus Theta, und zwar aufgepasst auf dem Intervall von 0 bis Pi halbe. Das ist eine stetige Funktion auf einem kompakten Intervall, die hat tatsächlich Minimum und Maximum. Wenn Sie ein bisschen Erfahrung haben, oder Sie können es auch ausrechnen, sehen Sie hier eine Spiegelsymmetrie zur Achse bei Pi halbe, Pi Viertel. Das heißt, das Maximum ist bei Pi Viertel. Da ist es ein Halbwurzel 2 plus ein Halbwurzel 2, das ist Wurzel 2. Sie steigt an, ja, zum Maximum hin und fällt dann, also bei, durch Symmetrie. Das heißt, die Minima sind bei den Endpunkten, das ist 1. Ja. Das heißt, p von x ist x minus 1 mal x minus Wurzel 2 mal eine Konstante, von der uns nur das Vorzeichen interessiert. 2 ist größer wie jede Nullstelle, das heißt, die Konstante ist positiv. Das heißt, wir können ohne Einschränkung annehmen, dass p von x x minus 1 mal x minus Wurzel 2 ist. Ja, gucken wir uns mal a an. 3 plus Wurzel 2 Viertel. Wurzel 2 ist etwa 1,4. 3 plus 1,4 ist 4,4 durch 4 ist 1,1. 1,1 liegt zwischen diesen beiden Nullstellen. Das heißt, das quadratische Polynom ist in der Tat negativ. Das heißt, a stimmt und Sie können jetzt hier weitermachen. Tolle Aufgabe, nicht wahr? Müssen Sie sehr viel wissen, auch im Zusammenhang, um das lösen zu können. Dann geht es weiter. Natürlich mit Cosinus und Sinus und das müssen Sie gut verstehen. Ich möchte das jetzt hier nicht weiter im Detail äußern. Sie haben einen Eindruck bekommen, was hier verlangt wird. Wenn Sie denken, Physik wäre hier phänomenologisch, so wie es in deutschen Schulen unterrichtet wird, dann haben Sie sich aber hier geschnitten. Ja? Da braucht man viel Mathematik und da muss gerechnet werden, und zwar mit den physikalischen Formeln. Und die natürliche Verzahnung von Mathematik und Physik ist hier noch voll da und das ist auch richtig so.
Das heißt, Sie müssen Elektrizität, die Maxwell'schen Gleichungen oder in der einfachsten Form die Induktionsgesetze, Magnetfelder, elektrische Felder, das müssen Sie erkennen. Sie müssen über Mechanik Bescheid wissen. Hier haben Sie eine rollende Kugel. Ja, sie rollt ohne zu rutschen und es wird ein Drehmoment angebracht und dann müssen Sie eine Beschleunigung ausrechnen. Das heißt, Winkelgeschwindigkeiten und so weiter, das müssen Sie hier auch beherrschen. Dann kommen hier Schaltkreise, dann kommt das Dielektrik, der Kondensator mit dem Dielektrikum. Dann kommt hier ein interessanter, komplexer Stromkreis mit zwei Spannungsquellen, acht gleichen Widerständen zu jeweils 1 Ohm. Da müssen Sie die mit den Kirchhoffschen Regeln schon gut rechnen können. Ja, das lernen Sie in der Regel auch nicht in der Schule, sondern am Anfang eines Elektrotechnikstudiums in Deutschland. Ja, oder in der Experimentalphysik. Ja, wird das auch an den Universitäten unterrichtet. Dann haben Sie Gas, was durch einen Trichter strömt. Das heißt, die Gasgleichung müssen Sie kennen und die Geometrie von Trichtern und so. Ja. Ladungen müssen Sie ausrechnen, die symmetrisch angeordnet sind oder zumindest darüber Bescheid wissen. Rotierende Stromkreise, Magnetfelder, harmonische Oszillatoren. Ja, auch das ist Wissen, was hier verlangt wird, bevor Sie an eine Universität überhaupt kommen. Gut. Optik auch, das heißt, alle Bereiche Mechanik, Optik, Elektrizität werden also hier abgefragt und zwar schon in einem Wissen oder in einer Tiefe, die mit Mathematik gekoppelt ist. Und Sie müssen hier übersetzen können, ja, die Mathematik in die Physik übersetzen können. Das ist, wird einfach gefordert, ist einfach so. Ja. Nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis. Und da kommt Chemie und in der Chemie ist natürlich hier auch viel Mathematik. Ja. Haben Sie es ja auch mit Massen zu tun, Teilchenanzahlen und so weiter. Das will ich jetzt hier gar nicht weiter diskutieren. Wie gesagt, 3 Stunden. Wir stoppen die Freigabe und machen an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Wir haben den Test zur Kenntnis genommen und wollen zusammenfassend festhalten. Was die Mathematik betrifft, so muss die Infinitesimalrechnung in einer Variable vollständig da sein, inklusive der trigonometrischen Funktion, ihrer Umkehrfunktion, ihren Ableitungen und Additionstheoremen. Komplexe Zahlen und auch gewöhnliche Differentialgleichungen werden abgefragt, zwar nicht in diesem Test, aber in anderen, die ich eingesehen habe. In der Physik nimmt sich's nicht viel anders aus. In den Grundbereichen Mechanik, Elektrizitätslehre, Optik und Thermodynamik müssen Kenntnisse etwa im Umfang der Anfängervorlesungen Experimentalphysik an einer deutschen Universität bereits vor dem Studium vorhanden sein. In der Chemie ist es natürlich auch nicht anders. Ich glaube, hier verbietet sich aus Anstand der Abgleich mit unseren deutschen Abiturienten. Wir reden jetzt hier nicht von Prozentzahlen oder Promillzahlen von unseren deutschen Abiturienten, die diesen Test bestehen könnten, sondern wir reden hier in PPM, Parts per Million. Ich habe den Test einem meiner Kollegen an der Universität gezeigt und ich zitiere: Wow, dann könnten wir hier dicht machen. Ich glaube auch nicht, dass in unseren Kaderschmieden in Aachen oder in München die Studenten nach dem zweiten Studienjahr besonders erfolgreich bei diesen Tests abschneiden würden. Gut, diese Tests haben Mankos, sie sind Multiple Choice, das ist vielleicht auch nicht unsere Bildungstradition. Auch habe ich ein bisschen Probleme damit, dass hier Leistung nicht Arbeit durch Zeit ist, sondern Arbeit durch Zeitquadrat. Aber wie dem auch sei. Wie fallen diese Tests in Indien aus? Relativ wenig kommen über 50%, aber es sind immerhin noch 10.000 von diesen 400.000 Prüflingen, die das schaffen und die werden dann auch an diesen IITs angenommen. Was aber interessant ist, ist, wie die schlechtesten abschneiden und unter 15% fällt niemand. Und das bedeutet, wenn ich diesen Leuten etwas mehr Zeit geben würde, dass sie zumindest ein Drittel dieses Tests bestehen könnten, bevor sie überhaupt sich in eine Universität einschreiben. Das bedeutet 400.000 eigentlich gut ausgebildete Anfänger und auf Deutschland runtergebrochen 20.000 richtig gute Anfängerstudenten im Ingenieursbereich. Davon können wir hier nur träumen. Ja, das war die Richtschnur. Danach orientiert man sich in Indien. Das ist das JAE Entrance Exam. Jetzt wollen wir mal gucken, wonach man sich in Deutschland orientiert. Und wir
Werfen einen Blick auf den neuen Kernlehrplan Mathematik in Nordrhein-Westfalen. Dazu geben wir den Bildschirm frei. Hier ist er, der neue Kernlehrplan für die Sekundarstufe 2 im Fach Mathematik, Bundesland Nordrhein-Westfalen, der Entwurf vom 23. Jänner dieses Jahres. Und wir wollen mal stichprobenhaft durch dieses Dokument gehen. Ja, es beginnt mit Aufgaben zum natürlichen Logarithmus, die in etwa so anspruchsvoll sind, wie diese Karikatur albern ist. Ja, dafür werden sie im asiatischen Raum nur belächelt und bekommen Kommentare wie "This is not good." Ich will Ihnen diese Aufgaben ersparen. Wir gehen ein bisschen weiter. Das Vorwort steht noch aus und wir dürfen alle gespannt sein, wer dieses Dokument namentlich zeichnet. Das Highlight war sicherlich auf Seite 12. Ich habe das meinen Mitarbeitern beim Mittagessen erzählt, was in diesem Lehrplan steht, und die wollten mir das eigentlich nicht glauben. Und dann habe ich es ihnen gezeigt. Und die Reaktionen waren sehr drastisch. Ja, die haben ja jeden Common Sense verloren. Denn was lesen wir hier, für was die Mathematik und der Mathematikunterricht denn alles verantwortlich sein sollen? Mathematikrelevant? Menschenrechtsbildung, Werteerziehung, politische Bildung und Demokratieerziehung, geschlechtersensible Bildung, kulturelle und interkulturelle Bildung. Ja, das hat aus meiner Sicht wenig mit Mathematik oder Naturwissenschaften zu tun und genauso sieht man das auch im asiatischen Raum. Naturwissenschaften hat etwas mit Inhalten zu tun und ich glaube, dieses Bundesland wäre ganz gut beraten, wenn sie beim Entwurf dieser Dokumente diejenigen zu Rate ziehen, die inhaltlich etwas von dem Fach verstehen, denn das tun sie gerade nicht. Sie ziehen diejenigen zu Rate, die folgende Diagramme entwerfen. Gucken wir uns das an. Ein K.O.-Diagramm, K.O. für Kompetenzorientierung. Ziele des Faches, übergreifende fachliche Kompetenz, Kompetenzbereiche, Inhaltsfelder, Kompetenzerwartungen etc. pp. Über was reden wir denn hier? Was ist denn die Realität? Wollen wir doch erstmal über Fähigkeiten reden, Fähigkeiten von Studieranfängern, ja, an einer Regionaluniversität in Nordrhein-Westfalen. Wie schaut es denn da aus? Unsere Anfänger können nicht gut Bruchrechnen, vielleicht gar nicht Bruchrechnen, Termumformungen ganz schlecht. Von Sinus und Cosinus brauchen wir gar nicht reden. Viele von denen sind mathematisch Analphabeten. Sie sind selbst mit Brückenkursen, ja, nicht studierfähig für ein mathematikaffines Fach. Und wir sollen mit diesen Leuten arbeiten. Ja, liebes Schulministerium, ist das vielleicht nicht ein bisschen viel erwartet? Damit will ich über dieses Dokument nichts mehr sagen. Ja. An Inhalten habe ich da nahezu nichts gefunden. Und nichts, was in diesem Dokument steht, wird Ihnen helfen, nur auch nur eine Aufgabe in so einem JEE-Exam, ja, zu bearbeiten. Ich möchte diesen Beitrag schließen, indem ich Ihnen noch zwei weitere Prüfungen, dieses Mal mehr im Zeitraffer, vorstellen möchte. An dieser Stelle herzlichen Dank an Frau Dr. Baumann, die mir diese Prüfung in Ablichtung zur Verfügung gestellt hat. Das erste ist die Aufnahmeprüfung, die nationale Aufnahmeprüfung im Fach Mathematik aus China aus dem Jahr 2011. Und das zweite ist die Realabschlussprüfung aus Baden-Württemberg im Jahr 1971. Genug geredet, wir geben den Bildschirm frei. China. Nicht nur die Inder verlangen was, auch die Chinesen. Wie gesagt, nicht ganz so brutal. 2 Stunden haben sie Zeit für 20 Aufgaben. Und wollen mal gucken, was hier gefordert wird. Aufgabe 1, ja, mit Mengen nicht so schwer. Aber Aufgabe 2, hier sehen wir, komplexe Zahlen müssen sie wissen. Und Aufgabe 3, auch Polarkoordinaten. Aufgabe 4 ist etwas Algorithmisches. Und hat etwas mit einem Diagramm zu tun, was Sie hier entschlüsseln sollen. Das ist nicht schwierig. Ja. Ein bisschen logischen Denken kommen Sie da durch. Aufgabe 5 zur ebenen Geometrie ist ein bisschen anspruchsvoller. Hat wahrscheinlich was mit dem Umfangswinkelsatz zu tun, der bei uns in den Schulen auch nicht mehr behandelt wird. Ja, wir gehen langsam weiter. Was ist mir noch aufgefallen? Was fand ich schön? Schön. 9 Dreiecksgeometrie, nicht so besonders. 13 fand ich eine schöne Aufgabe. Die ist wohlgestellt. Können Sie mal gucken, ob Sie den 5 Minuten rauskriegen. Sehr gut gemacht. Dann kommen Kurvendiskussionen in dem Aufgabenteil mit Aufgaben, die mehr Punkte geben. F von x ist 4 mal Cosinus x mal Sinus von x plus Pi Sechstel minus 1. Die minimale positive Periode der Funktion ist gesucht. Das heißt, die trigonometrischen Funktionen müssen Sie hier gut kennen. Und dann eine kleine Kurvendiskussion.
Diese Funktionen sind natürlich deutlich komplexer als das, was derzeit in Deutschland verlangt wird. Räumliche Geometrie, dann kommt wieder was zur Stochastik, dann wieder in 18 nur 13 Punkte nur für eine Kurvendiskussion mit Parameter x minus k zum Quadrat mal e hoch x durch k wäre schon zu komplex für das heutige Deutschland. Dann kommt eine Ellipse und ja, nochmal was ja, zur Kombinatorik. Gut. Das war anspruchsvoll, aber dazu muss ich sagen, glaube zu meiner Zeit, 90er Jahre, Bayern Abitur Leistungskurs mit etwas Vorbereitungszeit, ja, das hätten wir geknackt. Die Realschulaufgabe, hier eine Aufgabensammlung 71 bis 77, das ist ein vergriffenes Buch. Hier sehen Sie das, was Frau Dr. Baumann mir geschrieben hat. Also zu Übungszwecken, und wir üben ja hier, dürfen wir es verwenden. Und das ist die Aufgabe 71. Es sind in so einer Abschlussprüfung 8 Aufgaben zu bearbeiten. Und ich habe jetzt das hier nicht einsehen können, ob es 2 oder 3 Stunden waren. Ich nehme fast an, dass man nur 2 Stunden Zeit hatte. Ja, das erste ist über lineare Gleichungen. Ich möchte das hier nicht thematisieren. Ich ziehe es langsam durch und Sie können ja anhalten. Das zweite fand ich interessant. Ineinander geschachtelte gleichseitige Dreiecke, ja, Teilverhältnis 2, 2, 1. Und dann sehen Sie bei B, also Sie müssen zeigen, dass das eingeschachtelte Diagramm wieder gleichseitig ist. Und ich möchte hier das Wort Beweise betonen, denn Beweise gibt es ja mittlerweile nicht mehr in der Mathematik, in der deutschen Schulmathematik und in Abituraufgaben schon gleich gar nicht. Arithmetische Zahlenfolgen. Rotationskörper, deren Verhältnisse. Sehr schön, sehr schön. Sie sollen das auch zeichnen. 5 fand ich ganz wunderbar. Auch die sprachliche Formulierung. Also hier kann ich es nicht lassen, ich muss es Ihnen vorlesen. Ein Sudkessel hat die Form eines sich nach unten verengenden Kegelstumpfes mit einem Kugelabschnitt als Boden, der kantenlos in den Mantel des Kegelstumpfes übergeht. Die Maße sind etc. pp. Berechne für den Kegelstumpf die Höhe H1 und für den Kugelabschnitt die Höhe H2 und den Krümmungsradius R. Eine wunderbare Aufgabe. Regelmäßiger Pyramidenstumpf. Ein rechtwinkliges 3D-Koordinatensystem sollen Sie hier einzeichnen. Sie sollen hier auch maßstabsgetreu zeichnen. Ein Lageplan im 1 zu 10.000. Und das war's. Ich nehme das frei, und das war vor 52 Jahren, und das heißt, das ist das, was wir 16-Jährigen beibringen konnten. Dann sehen Sie, wie effizient und gut unser Bildungssystem war. Und was wir heute 16-Jährigen beibringen können, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ein Standardabiturient, ja, könnte diese Realschulabschlussprüfung überhaupt nicht bestehen. Keine Chance. Ja. Und ich habe vor kurzem Einsicht genommen in Prüfungen von unseren Realschullehrern an der Uni, was die können. Und es ist nahezu ausgeschlossen, dass die diese Prüfung bestehen könnten. Naja, sie kommen ja schon also mit sehr magerer Bildung aus dem Abitur an diese Hochschule. Und gut, vielleicht war das jetzt hier Corona, was jetzt hier eine Erklärung gibt, aber ausgeschlossen, dass die diese Prüfung bestehen könnten. Im besten Fall oder so würden 5% unserer derzeitigen Realschullehrer, wenn ich denen diese Prüfung blank auf die Hand geben könnte, würde bestehen. Das ist die Situation. Und die Leute sind dann 23, 24, 25 Jahre alt. Und dann fragt man sich schon, ja, ob ein Bildungssystem vielleicht nicht effizienter sein könnte. Haben Sie wieder was zum Nachdenken? Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.